Herr van Aken, Indonesien, Saudi-Arabien, Katar, das Thema der Rüstungsexporte, das Thema Waffenexporte spielt in den letzten Monaten immer wieder eine Rolle. Ist das Thema wirklich neu oder ist es nur neu in den Medien? Nein, neu ist das Thema wirklich nicht. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt und das seit vielen, vielen Jahren. Auch bei den wechselnden Regierungen, ob rot-grün, rot-schwarz oder jetzt schwarz-gelb. Deutschland verkauft Waffen in alle Welt. Das ist natürlich ein besonderes Ding, wenn jetzt gerade der Leopard-Panzer, der modernste Kampfpanzer der Welt, ausgerechnet nach Saudi-Arabien verkauft wird. Deswegen die besondere Medienaufmerksamkeit, aber richtig neu ist das nicht. Ein Doppelstandard hätte die deutsche Regierung, heißt es immer wieder. Teilen Sie die Auffassung? Nein, die Bundesregierung hat einen ganz einfachen Standard. Fast jede Waffe wird in fast jede Region und jedes Land der Welt geliefert. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen davon. Die kann man an einer halben Hand abzählen. Ansonsten gibt es kaum Beschränkungen, kaum Kontrollen bei den deutschen Waffenexporten. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat vor kurzem von einer Merkel-Doktrin gesprochen. Es würden Waffen, es würden Panzer exportiert, statt Soldaten im Ausland eingesetzt. Teilen Sie diese Auffassung? Nein, ich halte das für Tüdelüt. Die deutsche Bundesregierung ist seit Jahren, seit über 10 Jahren im Krieg im Ausland und gleichzeitig ist sie ganz vorne mit bei Waffenexporten mit dabei. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Jetzt ersetze ich mal die Auslandseinsätze durch Waffenexporte. Sie machen immer beides und werden leider in Zukunft auch beides machen, wenn wir sie nicht daran hindern. Nun hieß es zuletzt, Israel solle, was die Waffenexporte in den Nahen Osten angeht, ein Mitspracherecht erhalten bei den deutschen Waffenexporten. Denken Sie, dass so etwas in der deutschen Öffentlichkeit vermittelbar wäre? Das ist doch völlig absurd. Wenn ich jetzt vorschlage, dass Saudi-Arabien ein Mitspracherecht bekommt bei U-Boot-Verkäufen an Israel, dann sieht man, wie absurd das ist. Ich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages habe gar kein Mitspracherecht. Und das jetzt noch an irgendwelche anderen Regierungen zu geben, das halte ich für völlig absurd. Ja, ich möchte, dass überhaupt gar keine Waffen in den Nahen Osten verkauft werden. Dann braucht niemand mitzureden. Und das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Sie als Abgeordneter, welches Mitspracherecht haben Sie denn überhaupt? Welches Mitspracherecht hat der Deutsche Bundestag in diesem Wirtschaftsbereich bei den Rüstungsexporten? 0,0. Das finde ich im Prinzip auch nicht ganz so schlimm. Das Wichtigste ist mir vor allem die Transparenz. Ich möchte wissen, was beantragt ist, was verkauft wird. Im Moment kriegen wir über den Rüstungsexportbericht 1,5, 2 Jahre später erst die Information, dann ist das ganze Zeug schon geliefert, man kann es nicht mehr stoppen. Ich weiß, dass in den USA es gang und gäbe ist, dass bei großen Projekten Senat und Kongress vorab informiert werden, bevor die Entscheidung fällt. Das verlange ich ja auch in Deutschland. Ob ich dann auch noch die Abgeordneten an der Entscheidung beteilige, ist mir relativ egal. Ich will es nur wissen, ich will darüber streiten, auch öffentlich streiten. Und dann bin ich mir sicher, wird es oft so viel Streit geben, dass nicht geliefert wird. In den USA wurden sogar Freihandelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten auf Eis gelegt, wegen Problemen bei den Menschenrechten dort. Es wurden Waffenexporte gestoppt. Das haben wir in Deutschland bisher nicht. Das Thema kocht zwar immer wieder auf in den Medien, aber es ist generell nicht dominant in den politischen Diskursen, in den politischen Debatten. Wie kann man das ändern? Na gut, Menschenrechte sind dann immer ein ganz großes Thema, wenn es dieser Bundesregierung passt. Menschenrechte in Saudi-Arabien, da guckt man lieber weg. Menschenrechte in Kuba, da guckt man lieber doppelt und dreifach hin. Also insofern ist es ja nicht so, dass es nicht Thema in Deutschland ist, sondern sehr selektiv wird es wahrgenommen. Und eine Bundesregierung, die die ganze Zeit über Menschenrechte in Saudi-Arabien redet und gleichzeitig Panzer hinliefert, der glaube ich kein Wort. Die Linke versteht sich als Teil der Friedensbewegung. Teil der Friedensbewegung sind aber auch die Gewerkschaften. Das Problem bei den deutschen Gewerkschaften ist, dass sie auch die Arbeiterrechte, die Arbeitnehmerrechte wahrnehmen, unter anderem in der Rüstungsindustrie. Wie führen Sie die Debatte mit Gewerkschaften? Wie kann dieser Widerspruch gelöst werden? Ich finde das ja immer eine ganz spannende Debatte. In der IG Metall zum Beispiel gibt es diejenigen, die Veröffentlichungen schreiben gegen Waffenexport und dann gibt es die, die eben für die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie argumentieren. Also da ist ein Streit innerhalb der Gewerkschaft, den finde ich gut. Und der kann auch fruchtbar sein. Wir hatten schon mal eine Zeit in den 80er Jahren, da gab es innerhalb der IG Metall Konversionsarbeitskreise, die eben gesagt haben, wie können wir diesen oder jenen Betrieb von Rüstungsindustrieproduktion auf zivile Produktion umstellen? Das brauchen wir wieder. Denn ich kann hier im Bundestag irgendwann mal beschließen, dass es keine Waffenexporte mehr gibt, aber ich möchte natürlich auch die Arbeitsplätze erhalten. Dafür brauche ich Konversionskonzepte. Das geht nur mit den Arbeiterinnen und Arbeitern vor Ort. Da müssen wir auch mit der IG Metall gemeinsam die Menschen in den Betrieben mitnehmen. Das geht. Herr van Aken, vielen Dank fürs Interview. Gerne.